Und dann gibt es noch eine andere Sache. Eine andere Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Normalerweise äußere ich mich dazu nicht und ihr habt auch eigentlich noch nie irgendwas von meiner Seite aus gehört. Aber das war heute so wichtig für mich, für uns, für mich und meine Familie, für meine Frau vor allem, weil das Dinge betrifft, die wir in der Vergangenheit extrem auf dem Tisch liegen hatten. Ich befinde mich jetzt seit einigen Jahren mit Arafat gemeinsam vorm Landgericht in Berlin. Das geht ja schon. Wie viele Jahre geht das schon, Alter? Wie viele Jahre sind die ganze Zeit vor Gericht? 2, 3 Jahre? Nein, ist das nicht schon länger als 2, 3 Jahre? 5 Jahre oder? Boah, das ist schon lange. 2018 oder so, glaube ich, ehrlich. Ja, die Frage ist, wann war der erste Gerichtstermin? Wann die sich getrennt haben? Wann war denn der erste Gerichtstermin? Alter, das geht ja schon voll lange, ne? 2018, ja. Also ich glaube auch da um diesen Zeitraum. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber das kann sein. Ich meine jetzt aber nicht einen Strafprozess. Ich meine das hier eher als Zivilprozess. Denn der gute Herr hat ja jahrelang behauptet, mein Manager gewesen zu sein. Und wie behauptet? Gab es keinen Vertrag oder wie? Oh, Barello. Hat dementsprechend eine Menge Rechnung geschrieben, hohe Beträge einkassiert und hat dann irgendwann mich verklagen wollen und hat das auch getan, weil ich... Hä, wie? Wie er behauptet, mein Manager zu sein? Hatten die nie einen Vertrag, dass er sein Manager ist oder wie ist das? Weil behauptet, sein Manager zu sein? Klar. Ich dann irgendwann nicht mehr gezahlt habe. Ich würde es nicht so ausführlich machen, aber es gibt ein krasses Ende. So, hat er mich vor Gericht gezogen. Da habt ihr im April, glaube ich, schon von gehört. Da hat er ein Versäumnisurteil kassiert. Das war aber so eher taktisch. Das haben sie dann alles absichtlich gemacht. Dann wurden die Anwälte gewechselt und dann ging es wieder von vorne los. Und ich habe in dem Zuge gesagt, okay, pass auf, du kriegst nicht Geld von mir, sondern ich krieg eigentlich Geld von dir, weil der Managervertrag ist sittenwidrig und all das... Wie, warum ist er sittenwidrig? Was stand denn da drin, Alter? Bruder, also nichts rechtskräftig, ja? Boah, das ist schlecht für Arafat, ja? Sehr schlecht. Was bedeutet das aber jetzt? Das, was da dazugehört, ist sozusagen gegen deutsches Recht passiert. Okay. Ja, das hört sich nicht so gut an. Und es gab auch damals eine relativ interessante Diskussion zwischen meiner Frau und Nasser, also dem älteren Bruder von Arafat. Ja, da gab es eine richtige Diskussion. Die haben sich nicht richtig beleidigt und so, war das nicht das? Wo die sich richtig beleidigt hatten? Und sie hat auch gesagt, ey, wir machen das jetzt nach deutschem Hack. Wir gehen vor Gericht und dann über den Richter entscheiden. Und heute hat der Richter entschieden, Leute, das Urteil ist heute gekommen. Er war nie berechtigt, Geld von mir zu kassieren. Tschüss, er muss das Geld zurückgeben. Niemals! Boah, Arafat ist gerade am Durchdrehen. Digga, Arafat, ehrlich, der kriegt gerade Bomben von allen Ecken und Kanten. Boah, der ist ja gerade am Ausrasten. Ey, der muss ja das Geld dann zurückgeben, ne? Hat ja keine Wahl, muss. Bruder, wie viel? Aber um welche Summe geht's? Das ist jetzt die Frage. Ja, die Vertragsgeschichten, die dort in der Vergangenheit existiert haben, sind sittenwidrig, beziehungsweise das, was er jetzt neu behauptet hat, wurde auch nicht anerkannt. Und per Urteil, das heute Nachmittag kam, ich habe leider geschlafen, weil ich wirklich extrem krank bin, das Urteil kam und ja, erste Instanz komplett durchrasiert. Und ich bin so glücklich, ich bin so, so glücklich, nicht nur, weil er mir jetzt irgendwie plus Zinsen so knapp 2,x Millionen Euro schuldet. Oh, also es geht um über 2,x Millionen, die Arafat durch Bushido verdient hat, weil er sein Manager war. Ja, Berufung auf jeden Fall, ich denke. Boah, das ist krass, Digga. Erste Instanz schon mal. Für 2016, sondern es geht hier ums Prinzip, ja. Für 2016 nur? Nur für das Jahr 2016? Zwei? Bruder, was? Jahrelang abkassiert, obwohl es rechtlich nicht in Ordnung gewesen ist. Und das hat aber dort in den Kreisen niemanden gejuckt, weil Leute sozusagen nicht anhand der rechtlichen Situation in diesen Kreisen behandelt werden, sondern aufgrund der Tatsache, wer stärker ist, wer mehr Brüder hat, wer... Yo, Rückenthematik und so, Digga. Lieben wir nicht so. Ältere Onkels hat und so weiter und so fort. Die Zeiten sind aber vorbei. Also Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Und ich bin so krass happy. Ja, Landgericht Berlin hat entschieden. Oh Mann, Alter, ich kann es gar nicht fassen. So, ich chill jetzt mit dem... Bruder, er verdient jetzt einfach seine Millionen wieder zurück, die er eigentlich verdient hat. So, krass. Den Kindern und dann lege ich mich schlafen und dann werden wir alle wieder gesund. Liebe Grüße, mein Name ist Bushido und ey, ihr seid einfach die Besten. Ich küsse eure Augen.
Wie krass, ja? Also das ist wirklich heftig, ehrlich. Ich auf jeden Fall. Ich bin Arafat richtig gespannt, was da noch passiert, ne? Weil Arafat sieht ja 100% eine Berufung gegen. Barello, Bushido, die Bs nehmen den auseinander. Ey, Digga, das ist kein Spaß, ne? Ohne Scheiße. Spaß. Oder? Arafat ganz sauer mit Z zu Hause. Der ist am Platz, ne? Wenn jetzt noch Barello live geht, heute oder morgen. Ja, ja. Digga. Wenn jetzt noch einer eine Ansage gegen ihn macht und irgendwas raushaut, dann ist komplett vorbei. Dann wird richtig platzen. Ja, und dann wird der... Puh. Tut mir richtig weh, weiß nicht. Ja, das ist krass, ehrlich. Oh, Arafat hat irgendwas in seinem Story. Was ist das, Digga, ja? So hier. Ach, Lehm, Bushido hat heute gute Nacht, weil er nachher mal wieder eine Chart... gute Laune, weil er Chartplatzierung abbekommen hat. Schön, freuen uns für dich. Aber ohne Spaß, redest von deutschem Recht, zahl erstmal deine Steuern nach deutschem Recht. Jeden einzelnen Satz, den du auf Twitch an Kappi gerichtet hast, hätte 1:1 an dich selbst gerichtet. Oha, Digga, jetzt scheiß da rein. Glaube ich nicht. Und warum überhaupt so voreilig? Deine erste Instanzgeschichte ist leider noch lange nicht vorbei, denn hinten sind die Enden fett. Kennst du doch vom Gericht Frankfurt, oder? PS, hör bitte endlich auf, deine Community für dumm zu verkaufen oder sind Versicherungsbetrüger etwa auch deutsches Recht? Digga, der haut der Arafat doch kleine Shots raus, ja? Also die Sache ist ja noch nicht komplett durch, ja, ne? Ist ja noch nicht komplett durch, dass Arafat Bushido das Geld geben muss, Digga. Arafat wird auf jeden Fall in Berufung gehen. Und ja, ihr habt gesehen, Arafat hat sich gerade jetzt auch dazu geäußert und... Er ist auf jeden Fall der Meinung, dass alles, was er über Bushido über Kapital gesagt hat, hätte man auch über ihn sagen können. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube andere Sachen. Nicht so wie bei Kapital. Ja, also oder andere Sachen, dass er wollte, dass Leute das und das machen und dies und das. Diese Unterdrückungssachen, ja, aber doch nicht, dass er zieht und so, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann mir auch, also vielleicht hat er nicht in dem Ausmaß. Ja, auf gar keinen Fall. Das denke ich nicht. Deswegen weiß ich nicht. Ah, okay. Ihr merkt selber, es ist heiß.